klappern Pferdetraben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Es gibt ja diesen Bibi und Tina Song, den haben wir aufgefrischt. Das ist kein Musical, aber wenn das Gefühl zu groß wird, dann wird gesungen. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie freuen. Es gab einen, der war sehr eng im Gespräch und das war der Holger, also der Fabian. Und da kam es schon auch drauf an, kann der richtig toll singen? Und dann kam der hier ins Studio und wir waren geflasht. Hufe klappern, Pferdetraben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde. Für mich war das ja eh eine Ehre, ne, den Track so zu singen, weil ich sehe das immer so als Ehre, weil es ja auch schon. Ist ja schon ein Titelsong auch, ne? Es ist ein Popdrama, weil es gibt zum einen natürlich diese Abenteuergeschichte, aber es gibt vor allem auch die Liebesgeschichte, was ein Drama ist. Burg hat daraus einen Popfilm gemacht. Einen wunderbaren guten Morgen, ich sing mich in den Tag. Winnie hat uns wirklich inspiriert, auch zu diesem Gesang, weil die singen großartig. Ja. Alles grünt und wächst, die Vögel zwitschern hoch. Und Sophia war die Idee, dass sie halt so ein richtiges Mädchenlied singt und dass sie als Einzige auf Englisch singt. I'm just an ordinary girl with an ordinary wish. I want love. Ordinary Girl ist super schnulzig und auch vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich finde das, irgendwie rührt es mich, auch wie das Ruby singt. Ich glaube eher jedes Wort. Lina hat dann eher was, ein Singer-Songwriter-Song. Da ist ein Loch in meinem Herzen, ich fall so tief. Kein Blau an meinem Himmel, nichts gerade, alles schief. Wir wollten schon, dass jeder seinen eigenen Part singt. Und deswegen war es uns wichtig, dass die Schauspieler singen können. Herr Karkmann hat natürlich eine ganz andere Ausleuchtung als die Kids. Das ist ein Rock-Pop-Song, der sehr erwachsen ist und auch sehr tief und eher wie so eine Dampfwalze daherkommt. Mann, nicht stehen! Unsere coole Choreo tanzen. Ja, das wird lustig. Ja, ja, aber ich glaube, das sieht richtig gut aus mit den ganzen Ferienkindern. Ja, das glaube ich auch. Das wird voll süß. Ja, richtig Party jetzt machen. Ich bin die Genie. Ich mache hier die ganzen Tanzchoreografien und unterrichte die Kids, die Teens, die paar Schauspieler, die Akrobaten und mache zu den Songs die jeweiligen Choreografien. Wir haben Dance-Songs gehört und uns damit auseinandergesetzt und dann haben wir ab geschrieben und weil Bibi das einfach super singt und das ist ansteckend und das macht gute Laune. Nobody is perfect, nobody is perfect, nobody. Dass ich für den Film singen konnte, das war cool. Da habe ich mich auch mit am meisten drüber gefreut, weil ich Singen sehr mag und wenn Bibi dann auch noch singt, ist es eigentlich perfekt. Mir macht das Singen Spaß und so, mit Lina erst recht. Es sind auch gute Lieder. Es ist schwierig mit Lieblingsliedern. Eigentlich finde ich alle toll. Das Lied heißt Mädchen auf dem Pferd. Ich glaube, das finden eigentlich alle am besten. Das soll vor allem gute Laune machen, Spaß bringen, das zu hören. Und wenn die Kiddies, die Jugendlichen und deren Eltern alle gemeinsam anfangen zu tanzen, haben wir unser Ziel erreicht.